Der Markt steigt manchmal, der Markt sinkt manchmal. Was müsst ihr vom Black Friday beachten? Wann könnt ihr euer Team einkaufen? Und wie sieht es mit den High-Rated Player aus? Ich habe euch alles in diesem Video zusammengefasst. Wir gehen detailliert über alles nochmal rüber. Wir sehen uns nach dem Intro. Also, let's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ihr seht hier Kurzhaarschnitt Benzema am Start. Und ja, viele Leute waren bei meinem Stream dabei. Also das Wochenende war relativ erfolgreich. Wir haben wieder zweimal Gold 2 geholt. Das war auch das Ziel. Die Streams haben eine Menge Spaß gemacht. Wer nicht dabei war, schaltet beim nächsten Mal ein. Die Streams machen auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wir haben viel gelacht, viel geschwitzt. Letztendlich ist es dann am Disconnect gescheitert. Mein Router hat sich neu gestartet um 3:10 Uhr. Und ich dachte, es startet um 3:15 Uhr, 9 Uhr. Und wir waren schon in der 90. Minute. Und genau dann kriege ich einen Disconnect und ja, was soll man sagen? Was soll man sagen? Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Starten wir mal rein. Zum Black Friday. Ihr wisst ja, Freitag ist Black Friday. So, fangen wir an. Was ist der Black Friday? Black Friday ist einfach ein Tag, der wo auf der ganzen Welt einfach dann Sales passieren. Das heißt einfach, in Amerika flippen die ja komplett aus, die Leute in die Läden rein. Bei uns ist Black Friday einfach mehr online, so die lokalen Läden haben jetzt nicht so krass Black Friday gehypt. Amazon hypt hier Black Friday halt sehr stark, weil das ein amerikanisches Unternehmen ist. Und ja, was können wir jetzt beachten? Der Markt wird laut Experten und so immer komplett fallen am Black Friday. Wieso einfach? Bei Black Friday ist es so, dann gibt es die Lightning Rounds. Das heißt einfach, es wird dann um 18 Uhr 100.000 Mal ein Pack geben. Beispielsweise, die bringen ein Promo-Set, das Jumbo 100k-Set raus, und die bringen das begrenzt raus, nur 100.000 Stück. Und das Pack ist dann meistens nach ein bis zwei Minuten direkt ausverkauft. Und dann bringen sie um 18 Uhr 100k-Set, um 19 Uhr 125k-Set, wieder begrenzt auf 100.000 Stück. Meistens, glaube ich, immer begrenzt auf 100.000 Stück. Und dann kriegt ihr jede Stunde ein neues Set begrenzt auf 100.000 Stück. Und es geht halt, glaube ich, so lange. Das geht halt nicht nur am Freitag. Ich glaube, das könnte bis zum Montag sich hinziehen. Das heißt, wir haben die Lightning Rounds am Freitagabend und dann nochmal am Samstagabend. Und am Sonntagabend, glaube ich, auch. Und dann Montag ist ja der Cyber Monday. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Menge Lightning Rounds sehen. Der Markt wird komplett überflutet von Spielern, die relativ niedriges Rating haben. Jetzt komme ich mal auf einige Spieler zu sprechen. Ich gehe mal in mein Team rein und ich zeige euch jetzt mal. Ich muss ihn verkaufen. Ich nehme das Video spät in der Nacht auf, also Sonntag in der Früh. Ihr werdet es wahrscheinlich Montagmittag sehen um 12 Uhr. Ich nehme es jetzt Sonntagabend auf, spät am Abend. Und beziehungsweise es ist schon Montag früh. Was ist der Herr aktuell wert? Also der Herr aktuell ist wert um die 117.000, 118.000. Ich stelle ihn mal auch direkt rein für 118.000. Ich habe ihn vor der Weekend League für 122 gekauft. Ich habe jetzt nicht so viel Verlust, vielleicht 5 bis 7k. Ist okay dafür, dass ich ihn in der Weekend League spielen konnte. Und wieso verkaufe ich jetzt solche Spieler? So, ihr seht ja, ein Werner, ein Wijnaldum, ein Walker. Das sind alle Spieler, die Meta sind. Da habt ihr recht. Da habt ihr komplett recht. Die sind alle Meta. Was ist hier noch der Knackpunkt? Der Knackpunkt liegt darin, dass einfach solche Spieler haben nicht ein hohes Rating. Das heißt, sie werden relativ oft gepackt. Haben wir hier ein Mbappé, der wird nicht so oft gezogen. Trotz einer 100.000 Lightning Round wird er zwar bestimmt da oft gezogen, aber jedoch nicht so oft wie ein 85er Werner. Ein 85er Werner ist in viel mehr Sets drin als so ein Spieler, der ein Walkout ist, oder ein High-Rated-Spieler, der teuer ist. Ein Neymar, ein Mbappé sind Spieler, die behalten meistens den Wert. Jedoch Spieler wie Wijnaldum, Walker, die ein hohes Rating haben und teuer sind, die zerfallen komplett. Ein Lucas, ein 83er Rating, glaube ich, hat der. Oder wie viel hat Lucas? 83 und kostet 30k. Das ist viel zu viel. Nach dem Black Friday wird er 10k wert sein. Das heißt, wenn ihr einfach High-Rated-Spieler habt, die viel wert sind, dazu zählt auch ein Sanchez. Wie seht ihr, der war jetzt 15.000 wert, der ist nach dem Black Friday 3 bis 4.000 wert, weil der wird bestimmt am Black Friday 100, 200.000 Mal gezogen. Viele behalten ihn, oder vielleicht ist es übertrieben, vielleicht 50.000 Mal wird er gezogen in den ganzen Lightning Rounds, und dann habt ihr halt 50.000 Davis mehr Markt, und ihr wisst, was für einen Impact das macht. Nicht jeder will ihn, beziehungsweise keiner will ihn für 10.000 Coins behalten oder in sein Team einbauen. Dann gibt es einfach bessere für die Leute, die mehr Coins haben. Deswegen würde ich halt raten, habt ihr High-Rated Players, die viel wert sind, verkauft sie direkt. Ein Martial lag bei 80.000, das ist jetzt untauschbarer leider, lag bei 80.000 jetzt. Der wird nach dem Black Friday um die 20.000 bis 40.000 wert sein. Also in 84er, der 80.000 ist, wird es nicht mehr geben nach dem Black Friday. Ein Mondi, 100.000 Münzen, absolute Meta. Der wird sogar fallen, weil ein Mondi mit 83 Rating, der wird auch ultra oft gezogen. Deswegen kann ich euch nur raten, verkauft einfach High-Rated Player,
Low-Rated Player, die sehr viel wert sind. Zu den High-Rated Playern. Jetzt mal dazu. EA hat uns am Wochenende auseinandergenommen. Ich glaube, erstmal die eigenen SBCs totaler Mist. Also die haben erstens 3 Spiele gebracht. Okay, über Figo lässt sich streiten, über Fandas auch. Zanetti kannst du wegwerfen. Keiner, glaube ich, macht einen Verteidiger, der 300.000 wert ist. Der andere Punkt, die Spieler kosten halt einfach eine Menge. Ein Figo ist günstiger auf dem Transfermarkt als in der SBC und es ergibt doch keinen Sinn. Ich meine, okay, EA bietet uns eine Möglichkeit, unsere Spieler abzugeben, die wir untauschbar sind, aber da werden auch geilere Möglichkeiten kommen. Auf keinen Fall machen diese SBC. Ich kann es euch nur empfehlen, schließt diese SBC nicht ab. Die macht einfach keinen Sinn. Was haben wir hier nochmal? 250 Münzen. Der andere Punkt, Baby-eigene SBCs. Viele haben sie dann Freitagabend, Samstagabend erwartet, sind nicht gekommen, am Freitagabend auch nicht um 21 Uhr, weil sie letztes Jahr um 21 Uhr kamen. So, wir haben hier ja, das seltene Spielerpack, heben wir uns für später auf. Dann machen wir ein Pack-Opening noch. Ihr seht hier, der erste Spieler hatte ich schon verkauft. Wir gehen mal auf den Transfermarkt. Wer war das? Werner ist schon weg. 118k ist fair. Mein Rashford auch. So, jetzt nochmal kurz, bevor wir auf die Baby-Icon-SBC kommen, zu der Black Friday. Black Friday, mein Werner ist gestiegen. Ich habe ihn ja damals gekauft für 1.050.000. Sind dann gefallen, den habe ich für 1 Million gekauft, ist gefallen auf 930. Ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen. Ich mache 150k pro Rashford Verlust mit Gebühren. Jetzt ist er wieder zum Glück gestiegen. Ich habe ihn den hier für 1.050.000 verkauft, obwohl der gestern Nacht nur 970.000 wert war. Weiß nicht, wer den dann gekauft hat. Kann sein, dass er für 1-2 Minuten sehr selten auf dem Markt war. Jedoch aktuell mal schauen, was ist er jetzt wert. Vor dem Spiel gegen Manu wird er auf alle Fälle steigen. Wir sehen hier 990. Ja, ich schätze mal jetzt auch knapp so, okay, keiner unter 1 Million jetzt kaufen. Der ist so 1.010.000, 1.015.000 wert. Hoffentlich steigt er auch bis zu 1,1 Millionen vor dem Spiel. Im Spiel vielleicht so auf 1,2, wenn Manu fehlt, weil bei Manus Group ist er noch knapp. Also Champions League Spieler, falls ihr welche habt, verkauft sie kurz vor dem Spiel, weil da der Hype am größten ist. Jeder will nochmal Gewinn machen. Ist ein bisschen wie Tipico, man setzt einfach auf den Spieler. Falls die Mannschaft gewinnt, steigt er, falls nicht, nicht. Ich habe noch mal hier einige Hradetzis gekauft für die Lewandowski SBC. Die Lewandowski SBC war auch ein bisschen enttäuschend. Der ist jetzt von 15k ist er gestiegen oder kann sein auf 16, 17k. Habe ich auf jeden Fall ein bisschen Gewinn gemacht. Der Hauptgrund, wieso ich ihn kaufe, da war jedoch die eigene SBC und dazu komme ich jetzt. Wieso muss die eigene SBC kommen? So, Black Friday steht an. Werdet ihr Packs aufmachen momentan, wie es aussieht? Ich glaube ja nicht. Viele haben halt noch selber die ganzen Investments im Verein und viele haben halt investiert. Und ja, wieso jetzt? Was ist der Sinn von einem eigenen SBC für EA? Wieso sollte EA ein eigenes SBC bringen? Ich erkläre es euch mal so. Ihr habt momentan einfach zu viele Spieler. Was will EA machen? EA will euch die ganzen Spieler aus der Tasche ziehen und sie in untauschbare Spieler umwandeln, um euch die Coins zu schmälern, damit ihr neue Points aufladet. So, das ist natürlich sehr logisch. Sagen wir mal, ich verstehe es selber. Vielleicht mache ich es sogar. Das heißt, wenn ich es sogar mache, obwohl ich euch davon abrate, dann heißt es ja schon was. Ich erkläre es euch mal so, sagen wir mal die Baby-Icon-SBC und eine Baby-Icon-SBC und eine mittlere Icon-SBC wurden beide im Quellcode geleakt, beide stehen wohl kurz vor der Tür, ob sie in den Icon-Swaps kommen, die angeblich Anfang Dezember kommen, oder jedoch als SBC, das hängt stark davon ab. Ich gehe davon aus, weil EA braucht halt einfach eine SBC, mit der sie euch die ganzen Spiele aus der Tasche ziehen können, damit ihr nur noch Untrade-Spiele habt und neu aufladen müsst. Und das müssen sie jedoch schnellstmöglich machen, weil es bringt nichts, wenn sie es Donnerstagabend machen und dann am Freitag schon Black Friday ist. Keiner wird dann auf Zugzwang die SBC machen, sondern es bringt etwas, wenn sie Montag, Dienstag kommt. Die Leute machen die SBC einmal, vielleicht sogar, wenn sie nicht was Gutes ziehen oder wenn sie enttäuscht sind, aus Frust einfach noch ein zweites Mal. Und so ziehen sie ein eigenes SBC, kostet knapp 500.000 ein Baby-eigenes SBC. So können sie den Leuten bis zu 1 Million knapp aus der Tasche ziehen. Und wer dann 1 Million ausgegeben hat, will dann unbedingt noch 1 Million machen und deswegen leidet danach. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, behaltet eure Investments, verkauft sie nicht. Verkauft sie, wenn die eigene SBC kommt, oder nutzt sie einfach selber für die eigene SBC. Ich werde einige verkaufen, einige werde ich vielleicht sogar selber nutzen. Wenn ich alles verkaufe, habe ich vielleicht 6,5 Millionen Coins. Damit lässt sich ein geiles Team machen. Und jetzt zu dem Thema, wann Team einkaufen. Wann sollt ihr ein Team einkaufen? Die letzten Jahre war es so bei Black Friday. Dieses Jahr war es ja so, wegen Corona kam FIFA 2 Wochen später als letztes Jahr. So. Letztes Jahr war es so, dass 3 Wochen vor Black Friday der komplette Markt frisch war. Die Spieler sind komplett gefallen. Das war, glaube ich, dann Anfang November war der Markt komplett am Ende. Alles war am Arsch. Und dann war es so,
alle Leute meinen, okay, wartet ab, Black Friday kommt, dann wird es noch mehr fallen, dann wird es noch mehr fallen. Doch im Gegenteil, genau am Black Friday, weil halt alle verkauft haben und jeder kein Team hatte und jeder eigentlich mal wieder spielen wollte. So, die großen YouTuber haben keine Teams und warten alle auf den Black Friday. Genau am Black Friday, was ist passiert? Genau da ist der Markt gestiegen. Deswegen rate ich euch einfach, kauft euch ein Team, ihr müsst halt selber wissen. Ein Mbappé ist momentan zu teuer, 1,35 Millionen. Wenn er jetzt jedoch zum Beispiel am Montagabend oder am Dienstagabend fällt auf 1,2 Millionen, er wird nicht viel tiefer fallen am Black Friday. Also am Black Friday gehe ich eher davon aus, dass der Markt trotz der hohen Karten steigt, also bei den Standard-Meta-Playern, bei einem Walker und so. Ich gehe davon aus, dass er eher noch sinkt, beziehungsweise den Preis hält, aber ein Mondi zum Beispiel steigt eher am Black Friday, obwohl er aufgezogen wird, weil die Mondi will halt jeder im Team haben. Also ich kenne keinen Spieler, der nicht gerne mit Mondi spielen würde, der ihn sich leisten könnte. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, verkauft eure Investment erst, wenn die Baby-Icons PC kommt. Nicht jetzt. Viele haben sie aus Panik verkauft. Wir können mal schauen, ein Ter Stegen. Ein Ter Stegen war, als der Quellcode geleakt wurde, am Freitag oder am Samstag war das, bei 45.000. Wir schauen mal jetzt, was ist ein Ter Stegen. Ihr seht hier, wir haben hier für 43.000 kriegen wir den Schaden. Also der ist mindestens, der hat sogar bei 42. Der ist 3.000 gedroppt, nur weil er nicht als eigenes PC kam. Wenn jetzt eine eigenes PC kommt, steigt er hoch bis 55, 60k. Weil er halt einfach ein 88er Team gefordert ist, ein 89er Team. Ich glaube mal ein 86er, ein 87er, ein 88er Team wird gefordert sein. Dass es euch ungefähr 500.000 Münzen kosten wird. 89er Team glaube ich nicht, weil das jetzt zu teuer ist. Aber auf jeden, vielleicht bei dem mit 89er Team, dann seid ihr bei 1 Million. Und bei einer Baby-Icon ist es, dass sie so 500.000 bis 600.000 kostet. Und EA muss die halt einfach bringen, um euch schnellstmöglich die Packs aus der Tasche zu ziehen. So, den Pelé behalte ich so gerne, ist einfach mein Pelé-Account. Wir schauen mal bei Naldo. Ihr seht ja mein Investment. Ich habe mega viel investiert. Ich werde auch alles auspressen, sobald die Baby-Icon ist. Also ihr könnt es nicht glauben, wie sehr ich auf diese SBC warte. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Wijnaldum hin ist. Habt ihr ihn gerade gesehen? Ist er weg schon? Okay, ich finde jetzt mein Wijnaldum nicht. Auf jeden Fall. Wijnaldum wollen wir noch nachschauen, erst bevor wir ihn verkaufen. Auf jeden Fall. Ich habe es euch jetzt gesagt, was ihr machen müsst. Wenn ihr selber merkt, aber ich werde dazu noch mal ein Video bringen, folgt mir auch gerne auf Insta, da werde ich vielleicht den genauen Zeitpunkt dann hinschreiben, wenn ich merke, so, es ist der Tiefpunkt und ich habe schon ein Video gebracht vor 2 Stunden und der Markt ist das jetzt gefallen, dann update ich euch noch mal auf Insta. Also folgt mir gerne auf Insta. Ich habe nicht so viele Abonnenten auf Insta, aber dort kann ich halt euch aktuellere Nachrichten bringen, weil so bringe ich einmal, zweimal ein Video am Tag und ihr seid nicht auf dem aktuellsten Stand. Also mein Datum seht ihr bei 39,5 ist gestiegen sogar. Am Sonntagabend war er bei knapp 39k, jetzt ist er bei 39,5. Also der Markt spielt komplett verrückt. Keiner weiß, was abgeht. Ich bringe Trading-Videos, die anderen YouTuber bringen Trading-Videos. Alle sind wir auf dem gleichen Wissensstand. Alle können wir unsere eigene Erfahrung mitbringen. Ich bringe 11 Jahre Ultimate-Team-Erfahrung mit. Also ihr könnt mir glauben, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, der Markt steigt oder der Markt fällt. Deswegen bleibt dran. Ihr seht, ich habe ihn für wie viel gekauft vor der Weekend League? Für 37.000. Das heißt, er ist sogar gestiegen an der Weekend League. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Normal fallen die immer zum Sell-off. Jetzt ist er gestiegen. Das heißt, ihr macht sogar 2.500 Gewinn. Das heißt, ihr merkt selber, der Markt unberechenbar. Was ist ein Gnabry? Okay, Gnabry habe ich teuer gekauft. Den habe ich vor 1 bis 2 Wochen gekauft. Wobei, der wird nicht so viel fallen, weil wenn ein eigenes PC kommt, 85er Team wird gefordert sein. Gnabry ist immer dabei. Ja, ihr merkt, der ist schon gestiegen. Das ist so krass, ein Tails, was ist ein Tails wert? Den verkaufe ich jetzt, der ist untauschbar. Sanchez verkaufe ich, weil der wird seinen Preis nicht halten für 14k. Der ist jetzt, ja gut, ich nehme jeden Coin mal mit, weil ich sage, ich baue mir eh mein Team die Woche zusammen. Und, na okay, auch 9.000, schaut mal, wie viel ich ihn gekauft habe. Für 6.000, die Spieler sind gestiegen, also vor Black Friday, dass alles nochmal steigt, ergibt einfach keinen Sinn. Das ist... Was ist ein Babu? Was kostet ein Babu für 1,3 gekauft? Okay, der hält natürlich nicht seinen Preis, aber gut, weiß nicht tauschbar. Nee. Ihr merkt hier, der Markt spielt verrückt. Ein Sancho. Okay, den glaube ich behalte ich aufgrund seines Ratings für 18k gekauft. Der ist jetzt so. Der Markt, also die High Rate Player sind komplett explodiert. Weiß nicht, was ich euch noch erzählen soll. Ihr merkt selber, ich bin selber ahnungslos. Viele sind ahnungslos, also. Was ich euch raten kann, am Black Friday wird der Markt eher steigen als sinken. Ihr seht den Sissoko bei 17k, ich habe ihn gekauft für 16 verkaufen. So momentan, ich verkaufe nochmal mit ihm. Zachary habe ich gekauft für
Okay, den habe ich etwas teurer gekauft. Den habe ich gekauft für 2,30. Der ist jetzt 2,30 wert. Beziehungsweise wird sogar noch ansteigen. So, falls euch das Video gefallen hat, ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen etwas erklären. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich werde euch tagtäglich auf dem Update-Tag von Black Friday jeden Tag mit einem Video kommen, glaube ich mal. Außer es wird halt jetzt absolut nichts passieren, wie zum Beispiel vom Mittwoch und Donnerstag passiert nichts, was soll ich dann bringen. Aber ich bringe euch immer meine Meinung und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.